Und da gestartet die nächste Athletin aus Österreich, Ricarda Ruetz, Encore, Starting Number 13. Ricarda Ruetz, Austria. Erste Zwischenzeit 12.08. First Minute Time 12.08. 1600. Vorsprung für Ricarda Ruetz. Zweite Zwischenzeit von Staffler. 32.12, 32.11 von Ruetz. Eine Hundertstel. Jetzt der Vorsprung für Ricarda Ruetz. Dritte Zwischenzeit, 49.15, Vorsprung wieder größer geworden. 10 Hundertstel, jetzt der Vorsprung von Ricarda Ruetz auf Nadine Sch-
Lisa Walk auf Platz 2 gefahren, 1:18:19. The second minute place for Lisa Walk, Germany. Und jetzt auf der Strecke mit der 17. Patricia Urbans aus Kroatien, 34,46, ihre zweite Zwischenzeit. Da liegt sie 2,34 Sekunden hinter Nadine Staffler, die immer noch nach den ersten 15 Athletinnen in Führung liegt. Dritte Zwischenzeit 53,89. Third and middle time 53,89. 4,64 seconds behind after the third intermediate time. Nach den ersten 15 Läufern haben wir die ländliche Führung. Nadine Staffler ist vorne und jetzt sehen wir Patrizia Urbans im Ziel mit 1:23,99. 1:23,99 Finish Time for Patrizia Urbans. Und weiter geht's mit der Startnummer 18. We will carry on with time number 18, Aybüke Büyükpolat from Turkey. Jetzt gestartet, now of course. Und auch sie will natürlich unter die Top 16 kommen, um sich für das morgige Finale zu qualifizieren. Wir schauen auf die erste Zwischenzeit. 12,65 Rückstand auf Staffler, 0,41 Sekunden. 0.41 seconds behind after the first intermediate time, Aybüke Büyükpolat aus der Türkei. Zweite Zwischenzeit von Staffler, 32,12. 34,08 für Büyükpolat, das macht einen Rückstand von 1,96 Sekunden und einen momentanen Zwischenrang, Platz 9. dritte Zwischenzeit für Büyükpolat, 4,09 Sekunden jetzt der Rückstand, 4,09 seconds behind Aybüke Büyükpolat from Turkey. Und jetzt die letzten Meter für Aybüke Büyükpolat im Ziel mit 1:24,08. 1:24,08. 11th intermediate place. 11. Zwischenrang für Aybüke Büyükpolat from Turkey. Und weiter geht's mit der Startnummer 19. Karolina Nagovicina. We will carry on the starting number 19. Karolina Nagovicina representing Kazakhstan. Und gestartet, sie immer zweite Training, 21. geworden und auch im ersten Training hat sie Platz 21 gemacht und somit knapper dann nicht dafür das Finale qualifiziert. Heute heißt es unter die ersten 16 zu kommen. 12,85 ihre erste Zwischenzeit, 0,61 Sekunden der Rückstand für Nagovicina aus Kasachstan. Zweite Zwischenzeit 34,25. Second intermediate time 34,25. 2,30 Sekunden jetzt der Rückstand. 2,13 behind after the second intermediate time. Dritte Zwischenzeit für Nagovicina 53,12. Da liegt sie jetzt schon knapp 4 Sekunden
hinter Stachler. 3,87 exakt der Rückstand von Karolina Nagovicina. Und jetzt die letzten Meter für die Kasachin. Und Endzeit 1,23,84. 1.23.84. Ja, das wird ganz, ganz eng werden für die Kasachin, sich unter den Top 16 platzieren zu können. 12 sind ja noch am Start und die haben natürlich was dagegen. Die wollen da ganz vorne hinein. Fahren zum Tamara Fisore, Argentina, 30th place at the moment, der 13. Zwischenrang für die Argentinierin. Und gestartet, on course, starting number 22, Alexandra Suvorova aus Russland. Er hatte Zwischenzeit 12,55. 30 Minute Time 12,55. 31 Hundertstel der Rückstand auf Nadine Stafler für Suvorova. Zweite Zwischenzeit 32,96. Rückstand größer geworden. 84 Hundertstel. Jetzt die Verspätung für Alexandra Suvorova bei der zweiten Zwischenzeit. Dritte Zwischenzeit 50.26. 50,26, 1,01. Jetzt der Rückstand knapp über eine Sekunde für Alexandra Suvorova. Und da ist sie um die Zielkurve gebogen, die letzten Meter für Alexandra Suvorova im Ziel mit einer Zeit von 1,19,96. 1.19.96, Finish Time for Alexandra Suvorova representing Russia. Und jetzt kommen wir zur Achtplatzierten im Gesamtweltcup. Michaela Niemetz aus Deutschland mit der Startnummer 23 jetzt gestartet. On course, standing number 23, Michaela Niemetz. Und die hat in diesem Winter bereits 241 Punkte sammeln können. Also die immer stärker in die Top 10 gefahren. Und jetzt, erste Zwischenzeit 12,21, 300stel der Vorsprung für Michaela Niemetz. Zweite Zwischenzeit von Stafler, 32,12. 32,10, immer noch in Führung. Michaela Niemetz, 200stel, 0,02 in der Lead. Michaela Niemetz, Germany. Dritte Zwischenzeit, 49,34, jetzt hat sie verloren, jetzt liegt sie 900stel hinter Michaela Niemetz. Die momentane Bestzeit von der Italienerin, von Nadine Stafler. Kann Niemetz jetzt die Südtirolerin vom Platz 1 verdrängen? Die letzten Meter. Michaela Niemetz im Ziel, Platz 3. Third intermediate place for Michaela Niemetz. 1,18,34. 1700stel der Rückstand für die Deutsche auf die momentan führende auf Nadine Stafler. Und weiter geht's mit der nächsten deutschen Athletin. Und das ist Sarah Bachmann mit der Startnummer 24. Next runner, starting number 24, Sarah Bachmann, Germany, now on course. Erste Zwischenzeit für Bachmann, 12,27, 300stel der Rückstand. Da liegt sie ganz knapp hinter Nadine Stafler.
32:12 Zwischenzeit. Nummer 2 von Nadine Staffler, der Südtirolerin. Sarah Bachmann, zweite Zwischenzeit. 32:25 Rückstand um ein bisschen angewachsen. 1300stel liegt sie jetzt dahinter. Staffler. Jetzt der gespannte Blick auf den dritten Vergleich, die dritte Zwischenzeit. 49:40, 1500stel jetzt der Rückstand für Sarah Bachmann. Da hat sie nochmals 200stel drauf bekommen. Aber da vorne ist alles so eng beisammen. Sarah Bachmann im Gesamtweltcup auf Platz 7, die da jetzt natürlich sich eine gute Ausgangsposition für den Finallauf morgen sichern möchte. Sarah Bachmann im Ziel auf Platz 2, second in the middle place um eine Hundertstel. 1:18:18 um eine Hundertstel musste sie sich da Nadine Staffler geschlagen geben. Ganz, ganz knapp die Abstände und das verspricht viel Spannung für morgen, für den großen Finallauf hier beim Weltcup-Finale in Umhausen. Und jetzt kommen wir zur nächsten Athletin, Daniela Mittermeier, gestern 6. im Training, heute 5. Platzierte. Also, die will natürlich auch ganz vorne einfahren. Jetzt gestartet mit der Startnummer 25 aus Italien, Daniela Mittermeier. Erster Vergleich, erste Zwischenzeit, 11:98, neue Bestzeit. 26 Hundertstel der Vorsprung von der deutschen Hofnerin Daniela Mittermeier. Im letzten Jahr hier in Umhausen ist sie oder hat sie sich zur Jugend-Europameisterin küren können, hat sie die Goldmedaille hier bei uns entgegengenommen und jetzt die zweite Zwischenzeit. 31:51 Vorsprung ausgebaut. 61 Hundertstel jetzt der Vorsprung für Daniela Mittermeier aus Südtirol, Italien. Dritte Zwischenzeit, Vorsprung weiter ausgebaut. 48:33, jetzt ist es knapp eine Sekunde. 92 Hundertstel liegt Mittermeier da jetzt vor Staffler, vor ihrer Teamkollegin. 1:18:17 gibt's zu schlagen. Kann Mittermeier jetzt die Führung übernehmen und sich eine tolle Ausgangsposition für morgen schaffen. Da kommt sie Richtung Ziel. Daniela Mittermeier, neue Bestzeit. 1:16:29. 1:16:29. Und was für eine Bestzeit. Da hat sie einen Vorsprung von 1,88 Sekunden. In the lead at the moment, after 24 athletes, Daniela Mittermeier, Italy. Best time at the moment, 1:16:29. Best time momentan 1:16:29. Auf 2, Nadine Staffel aus Italien, 1:88 der Rückstand. Und auf 3, Sarah Bachmann aus Deutschland mit einem Rückstand von 1,89 Sekunden. Und gestartet, Ekaterina Lavrienteva aus Russland. Starke erste Zwischenzeit, 12:04, 600stel der Rückstand für die Russin. Sie im Gesamtweltcup momentan auf Platz 5. Also wir sind bei den 5 schnellsten Damen dieses Weltcup-Winters angekommen. Erster Wertungslauf für die Qualifikation für das Finale. Zweite Zwischenzeit, 31:43, neue Bestzeit. 800stel liegt da. Lavrentieva da vor Mittermeier. Extrem knappe Abstände hier bei den allerbesten Damen im Naturbahnrodel. Einsitzer 48:05 ausgebaut. 28 Hundertstel liegt die Russin da jetzt vor der deutschen Hofnerin. 0.28 seconds in the lead after the third intermediate time. Ekaterina Lavrentieva, Russia. Und sie wird jetzt dann gleich hier bei uns in die Zielgerade einbiegen und da ist sie schon, 1:16:29, das ist die Zeit, die es zu schlagen gibt, neue Bestzeit, new best time, 1:16:05, 1:16:05, das ist die neue Bestzeit für Ekaterina Lavrentieva und da liegt sie, 24 Hundertstel vor Daniela Mittermeier, die jetzt auf Platz 2 nach hinten gereiht wurde.
Und jetzt wird es aus heimischer Sicht wieder interessant. Die nächste Österreicherin ist bereits gestartet. Michelle Diepold mit der Startnummer 27. Vierter Platz im Gesamtweltcup für sie. Und erste Zwischenzeit 12.09. 500. liegt sie da hinter Lavrienteva. Diepold vierte und der fünfte geworden in den beiden Trainings. Jetzt der Vergleich. Zweite Zwischenzeit 31.43 von Lavrentieva. 31.63 von Diepold. 20 Hundertstel jetzt der Rückstand. Etwas größer geworden. 0.20 seconds behind. Michelle Diepold after the second intermediate time. Die dritte und letzte Zwischenzeit 48.13. Rückstand wieder verringert. Jetzt sind es nur mehr 800stel, die Diepold hinter Lavrentieva liegt. Russland oder Österreich, wer geht da in Führung, beziehungsweise wer bleibt in der Führung? 800stel nach der Zwischenzeit liegt Diepold hinter Lavrentieva. 1.16.05, das ist die momentane Bestzeit. Jetzt die letzten Meter für Michelle Diepold im Ziel auf Platz 3. Third intermediate place for Michelle Diepold. 1.16.48. 1.16.48. 43 Hundertstel. Der Rückstand für Diepold auf Lavrentieva. Und jetzt kommen wir zur besten Österreicherin in diesem Naturbahn-Rodel-Weltcup Winter 2019-2020. Tina Unterberger, Startnummer 28, jetzt gestartet. Erste Zwischenzeit für Unterberger. 11.98, Bestzeit. 600stel liegt sie da vor der Russin, vor Ekaterina Lavrentieva. Dreimal Zweite, dreimal Dritte. Das die Ergebnisse für Tina Unterberger. Sie kämpft ja heute, beziehungsweise morgen, um den zweiten Platz im Gesamtweltcup mit Greta Pingerer. Zweite Zwischenzeit. Weiterhin in Führung, 31.36, 700stel, die Führung für Tina Unterberger. Wir schauen auf die dritte Zwischenzeit, 48.05 von Lavrentieva. 47.95, 10 Hundertstel, jetzt der Vorsprung für Tina Unterberger. Kann sie da jetzt im ersten entscheidenden Lauf für das Morgenfinale sich eine gute Ausgangsposition holen? 1.16.05. Die momentane Bestzeit von Lavrentieva. Tina Unterberger, das österreichische Aushängeschild, jetzt am Weg Richtung Ziellinie. Kann sie Lavrentieva jetzt hier von der Spitze verdrängen? Jawohl! Neue Bestzeit! Um eine Hundertstel! 1.16.04. Jetzt die Führung für Tina Unterberger, die, wie bereits erwähnt, um eine mickrige Hundertstel jetzt die Russin auf Platz 2 verdrängt hat. Wir kommen zu den letzten beiden Athletinnen hier beim ersten Wertungslauf, beim ersten Qualifikationslauf für das große morgige Finale. Und gestartet mit der Startnummer 29, Greta Pingerer aus Italien. On course, Startnummer 29, Greta Pingerer. Erste Zwischenzeit. 11.91, 700stel der Vorsprung für Pingerer. 0.07 in the lead after the first intermediate time. Greta Pingerer, Italy. Sie konnte in Vatra Donau das Weltcuprennen für sich entscheiden. Zweite Zwischenzeit, 31.25, Vorsprung ausgebaut. 11 Hundertstel, jetzt der Vorsprung für Greta Pingerer gegenüber Tina Unterberger. Also, unglaublich spannend, diese Entscheidung im ersten Wertungslauf hier bei uns in Umhausen beim Weltcup-Finale. Dritte Zwischenzeit, 31 Hundertstel, jetzt den Vorsprung ausgebaut. Pingerer konnte ihren Vorsprung um 20 Hundertstel ausbauen und liegt jetzt 31 Hundertstel vor Tina Unterberger. Die letzten Sekunden, bevor wir sie hier zu Gesicht bekommen, da ist sie leicht duschiert. Bei der letzten Zielkurve, jetzt hier im Ziel, Platz 1, neue Bestzeit, 1.15.67, 37 Hundertstel hat sie da am Ende, Tina Unterberger, abnehmen können und hat
jetzt die Führung übernommen. Und wir kommen zur letzten Dame hier bei uns beim ersten Wertungslauf beim Weltcup-Finale in Obenhausen. Fünffache Weltcup-Siegerin in diesem Winter. Jetzt gestartet die große Dominatorin, Startnummer 30, Evelyn Landthaler, Italien. 11,95. Ah, da liegt sie 400stel hinter Pinguera. 0.04 seconds behind after the first intermediate time, Evelyn Landthaler. Sie konnte ja die beiden Trainings für sich entscheiden. Jetzt der zweite Vergleich, die zweite Zwischenzeit. 31,25 von Pinguera, 31,15 von Landthaler. 10 Hundertstel jetzt der Vorsprung. Landthaler hat die Führung übernommen und liegt jetzt knapp vor ihrer Landsfrau um ganz exakt 10 Hundertstel. Dritte Zwischenzeit, Vorsprung ausgebaut. Mehr als 2 Zehntel dazugekommen, 33 Hundertstel. Jetzt der Vorsprung für Evelyn Landthaler, für die große Favoritin an diesem Weltcup-Wochenende. Kann sie nach den beiden Trainings auch den ersten Wertungslauf, den Qualifikationslauf für das morgige Finale für sich entscheiden? 1:15:67, die Bestzeit von Pinguera. Landthaler im Ziel, Platz 1. Sieg im ersten Wertungslauf für Evelyn Landthaler. Und was hat die da am Ende noch herausgeholt? 1:14:73. 94 Hundertstel der Vorsprung für Evelyn Landthaler. Also, sie hat sich gleich heute eine ausgezeichnete Ausgangsposition für morgen geschaffen. Wir schauen nochmals aufs Ergebnis. Das war der erste Qualifikationslauf am heutigen Tag. Damen-Einsitzer und die große Siegerin, wie erwartet, ist die Favoritin Evelyn Landthaler. Auf 2 ihre Landskollegin Greta Pinguera aus Italien. Und auf Platz 3 die beste Österreicherin Tina Unterberger. Die Rückstände, Pinguera 94 Hundertstel auf Landthaler und Tina Unterberger liegt 1,31 Sekunden hinter der heutigen Siegerin, hinter Evelyn Landthaler. Die besten 16 haben sich für das Finale morgen qualifiziert, das um 16 Uhr über die Bühne gehen wird. Meine Damen und Herren, das war der erste Wertungslauf, der erste Qualifikationslauf hier bei uns Damen-Einsitzer. Und in wenigen Minuten geht's weiter mit dem Wertungslauf bei den Herren. Und auch hier heißt dann für insgesamt 42 Männer, um ein Ticket unter den Top 30 zu kämpfen, um ins Finale morgen einziehen zu können. Wir freuen uns. Eine ganz kurze Pause und dann geht's bei uns weiter mit dem ersten Qualifikationslauf bei den Herren Einsitzer. Und wie immer in der Pause das Kommando an DJ Mr. T.